Eine Sache schon vorweg, ja, die Sachen sind limitiert. Ich weiß nicht, wie lange Sachen verfügbar sind, weil wir einfach die Sachen schon produziert haben. Und deswegen wurde nur eine bestimmte Stückzahl produziert, damit ihr die Sachen schnell bekommt. Und ihr, wie gesagt, die Sachen nicht vorbestellen müsst und dann lange warten müsst, weil ich das bei mir selber kenne. Ich bin herbe ungeduldig bei sowas. Ich finde es einfach so besser und deswegen ist das der Grund, warum es limitiert ist. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute möchte ich euch die Hintergründe meiner Kollektion, die morgen am 4.4. um 17 Uhr erscheinen wird, erläutern. Viel Spaß damit. Die Kollektion heißt Timeless Love, zeitlose Liebe, weil ich persönlich finde, dass Kleidung ein genauso zeitloses Thema ist wie Liebe ebenfalls. Liebe, also das Zwischenmenschliche zweier Personen, gibt es schon ewig. Und auch Kleidung ist schon sehr lange ein Thema, seien es die damaligen Könige oder Kaiser, die sich durch schöne Gewänder oder auch Schmuck von dem normalen Volk abheben wollten. Und deswegen finde ich, dass Kleidung und Liebe zwei Themen sind, die man gut auf dieser zeitlosen Ebene kombinieren kann. Im Grunde kann man sagen, dass ich versucht habe, die moderne und die altmodische Liebe in Kleidung darzustellen. Und das ist auch der Hintergrund der Kollektion. Die Kollektion, wie schon viele mitbekommen haben sollten, besteht aus zwei T-Shirts. Wie gesagt, ich wollte einmal die altmodische und die moderne Liebe darstellen. Dabei war mir Qualität viel wichtiger als Quantität. Ich hätte noch ein drittes oder viertes Shirt machen können. Ich hätte noch die zukünftige Liebe mit einbeziehen können, aber ich wollte mir nichts an den Haaren herbeiziehen. Ich wollte von vorne bis hinten ein rundes Konzept erschaffen. Ich wollte zwei Shirts machen, die sich in gewissermaßen ergänzen, unterschiedliche Themen behandeln, aber trotzdem zusammen eine Geschichte erzählen. Ich gehe gezielt darauf ein, weil ich ein, zwei Nachrichten bekommen habe, wo gefragt worden ist, warum es denn nur zwei Shirts und dass es ja nichts Besonderes wäre, zwei T-Shirts zu machen. Wenn ihr euch noch an das Video erinnert, wo ich euch den Trailer gezeigt habe, habe ich eine Sache gesagt. Ich will, dass die erste Kollektion, die übrigens im Februar rauskommen wird und den Titel Timeless Love tragen wird, noch greifbar für die Menschen sein soll. Wie gesagt, bei den ersten ein, zwei Kollektionen will ich noch auf große Extravaganz verzichten. Wir werden sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich wollte mit etwas Simplen, Greifbaren anfangen, damit sich jeder seine Gedanken dazu machen kann. Damit ich nicht so ein Video wie jetzt gerade machen muss, um euch die Sachen zu erklären, sondern damit ihr euch eure eigene Welt erschaffen könnt. Und das ist auch der letzte Punkt, bevor ich mit den Konzepten der Klamotten anfange. Ich werde in Zukunft keine Videos mehr über diese Marke machen. Ich werde nie wieder die Konzepte erklären. Ihr müsst euch eure eigenen Gedanken machen. Ich möchte das einfach in Zukunft getrennt halten und euch kreativen Freiraum damit lassen. Daher solltet ihr, wenn ihr diesen Weg weiter mit mir und meiner Marke gehen möchtet, meiner Marke auf Instagram folgen, damit ihr immer auf dem Laufenden gehalten werdet. Weil außer von den Lookbooks, die ich hier auf YouTube hochladen werde, werdet ihr großartig nichts mehr auf YouTube davon mitbekommen. Deswegen, wenn ihr interessiert seid, weiter auf dem Laufenden gehalten zu werden, was ich so für Produkte rausbringe und was ich so für Ideen habe, folgt meiner Marke gerne auf Instagram. So, kommen wir zum ersten Produkt meiner Kollektion und das wäre einmal dieses Vintage Love Tee. Das Vintage ist nicht auf das Shirt an sich bezogen, sondern auf das Konzept dahinter, weil dieses Shirt repräsentiert die altmodische Liebe. Wir haben vorne einen minimalistischen Print auf der Brust, weiß auf schwarz, Construit l'amour. Verzeiht mir bitte die Aussprache, mein Französisch ist nicht das Beste. Dieser Spruch bedeutet so viel wie Liebe aufbauen, Liebe errichten. Ist ja an sich nichts Besonderes, ist wie gesagt relativ minimalistisch gehalten, aber wenn wir diesen Spruch mit dem Backprint in Verbindung bringen, dann schließt sich damit das Konzept. Wir haben nämlich hier kein normales Bild vom Eiffelturm, so wie es viele gesagt haben, sondern wir haben erstmal ein Polaroid-Bild vom Eiffelturm. Polaroid ist wieder angelehnt an dieses altmodische. Wir haben hier unten ein handschriftliches Paris, das auf das Polaroid-Bild geschrieben worden ist und hier unten einmal eine Jahreszahl und zwar 1888. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, hä, warum denn 1888? Warum nimmst du kein aktuelles Bild vom Eiffelturm? Ganz einfach, weil der Eiffelturm 1887 bis 89 erbaut worden ist. Und wenn ihr euch jetzt an den Frontprint erinnert, Liebe aufbauen, Liebe errichten. Wir haben hier einen französischen Spruch. Hinten haben wir den Eiffelturm, der in Frankreich steht, in Paris. Liebe aufbauen, Liebe errichten. Paris ist die Stadt der Liebe. Der Eiffelturm wird gerade errichtet. Also ist sozusagen der Backprint, die Verbildlichung für den Spruch vorne. Liebe aufbauen, Liebe errichten. Und das ist das Konzept dahinter. Das symbolische Aufbauen des Eiffelturms in der Stadt der Liebe, Paris in Frankreich mit einem französischen Spruch vorne. Der nochmal gezielt auf diese Liebe und dieses Aufbauen, Errichten eingeht. Auf dem Polaroid-Bild ist noch ein kleines Detail zu sehen. Und zwar ein kleines UFO, was neben dem Eiffelturm am Fliegen ist. Hat im Grunde mit dem Konzept nicht wirklich was zu tun. Ich fand es einfach ein sehr schönes Detail, wenn man genauer hinschaut. Zudem kann man sehr, sehr viele UFO-Sichtungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verzeichnen. Also passt es sehr, sehr gut in diese Zeit, auch mit dem Polaroid-Bild, der Anfang der Fotografie und so viel auf jeden Fall zu der Idee hinter dem Shirt. Das symbolisiert diese altmodische Liebe für mich. Es gibt kein großes Drumherum, es gibt einfach, wollen wir zusammen uns diese Liebe, diese Zukunft zusammen aufbauen? Wenn du mit mir diesen Weg gehen möchtest, dann tun wir das zusammen und bauen uns das zusammen auf. Was man auch wieder symbolisch auf den Eiffelturm übertragen kann, die Arbeit dahinter, diese ganze Sache aufzubauen, sei es der Eiffelturm oder auch eine intakte Beziehung. Das Shirt ist relativ schlicht gehalten von den Farben, schwarz-weiß, was nochmal an dieses altmodisch erinnern soll, sei es Schwarz-Weiß-Fernsehen, sei es Schwarz-Weiß-Fotografie oder auch Polaroid-Bilder von damals. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass ich hier keine Farben verwendet habe und das ist das Vintage-Love-Shirt, was die altmodische Liebe repräsentieren soll. Ich gehe jetzt erstmal nur auf das Konzept ein, werde gleich noch auf das andere Shirt eingehen und zum Schluss sage ich noch was zum Sizing, sage ich noch was zu der Produktion und etc. Ich glaube, ich habe soweit zu dem Shirt alles gesagt und ich würde mal sagen, kommen wir zum zweiten Shirt.
So, das zweite Shirt der Kollektion repräsentiert einmal die moderne Liebe, und zwar ist es einmal das Modern Love Shirt. Wir haben vorne, ähnlich wie bei dem anderen Shirt, einen sehr minimalistischen Print. Und zwar haben wir hier einmal in einer Computeroptik den Schriftzug I love you. Wir haben hier einen Mauszeiger, das Love, weil es falsch geschrieben ist, wurde so unterstrichen. Wie gesagt, was halt so an diese Computeroptik erinnern soll. So, schauen wir uns auch hier wieder den Backprint an. Wir haben hier einmal ein Cluster mit verschiedenen Karikaturen. Karikaturen, die gewisse Personen zeigen, die sie zum Beispiel küssen, die körperliche Nähe austauschen. Mit einem Schriftzug an der Seite, is it fake love if you don't know what real love is? Diese Frage stellt gezielt diese Karikaturen in Frage. Man sieht hier, wie gesagt, nur Körperlichkeiten, die ausgetauscht werden. Menschen, die sich küssen, Menschen, die sich körperlich lieben. Und deswegen diese Frage, ist es wirklich wahre Liebe, wenn ich mit dir Körperlichkeiten austauschen möchte? Oder ist es einfach nur ein menschlicher Trieb? Ist es ein Sexualtrieb? Ist es ein körperliches Verlangen? Meiner Meinung nach gehört natürlich auch sich küssen oder miteinander schlafen natürlich auch zu Liebe dazu. Aber heutzutage schenken Leute dieser körperlichen Zuneigung viel zu viel Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Deswegen dieser Kontrast. Hier geht es rein darum, diese Liebe aufzubauen. Und hier geht es in der Moderne darum, sich körperlich näher zu kommen. Zum Beispiel in der damaligen Zeit bei meinen Großeltern, wenn du beim ersten Treffen mit einem Jungen geschlafen hast, jeder wusste das, jeder hat über dich geredet, du hattest kein gutes Ansehen danach. Heutzutage kommt es doch sehr, sehr häufig vor, dass beim ersten Treffen sich schon geküsst wird, sich näher gekommen wird oder miteinander geschlafen wird. Und deswegen diese Frage in Kombination mit den Karikaturen, ist es echt wahre Liebe, nur wenn man sich körperlich näher kommt, oder gehört da vielleicht mehr zu? Und wieder mal kann man diesen Backprint mit dem Frontprint kombinieren. Dieses I love you, das Love ist falsch geschrieben. Wie willst du wahre Liebe erkennen, wenn du nicht mal Love richtig schreibst? Und deswegen stellt dieses Shirt das Pendant zu dem anderen Shirt dar. Wir haben erstmal diese modernen Einflüsse durch diese Computeroptik vorne und natürlich auch durch den bunten Backprint. Modern, bunt, alles ist heutzutage farbenfroh, Neonlichter, Fernseher, überall sehen wir alles in Farbe. Und das soll halt nochmal diese Moderne darstellen. Im Grunde kann ich sagen, dass ich mir dieses Altmodische und dieses Neumodische zu Nutzen gemacht habe, um einmal ein schlichtes Shirt zu machen, also für Leute, die es eher schlicht mögen, Monochrome. Und einmal ein Shirt, was Leuten gefällt, die auch gerne bunte Sachen tragen. Und für die Leute, die es gar nicht interessiert, was ich mir bei den Shirts gedacht habe, die einfach nur auf Optik schauen, die werden sich jetzt denken, ey, du laberst jetzt so viel über zwei Kleidungsstücke, die du designt hast, was ist falsch mit dir? Und ich wollte euch einfach teilhaben lassen an diesem Konzept, was ich mir dabei gedacht habe, weil viele sich, glaube ich, nicht weiter Gedanken gemacht haben um diese Shirts. Ich weiß, dass diese beiden Shirts die Modewelt nicht revolutionieren werden, aber ich glaube, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, Mode wieder als Kunst wahrzunehmen. Und Kunst heißt für mich, ich sehe eine Sache und kann etwas reininterpretieren. Ich kann mir Gedanken machen, warum die Sache so aussieht, wie sie aussieht. Das versuche ich ja den meisten Leuten klarzumachen, dass Mode für mich genauso eine Kunst ist wie Musik oder auch Malerei. Für mich sind diese beiden Shirts hier meine Leinwand, mein Musikinstrument, um euch irgendwas rüberzubringen, euch Gefühle zu zeigen oder euch irgendwelche Messages mitzugeben. So, und jetzt zum Schluss. Man könnte sagen, dass ich mit diesen beiden Shirts das momentane Liebesverhalten oder Sexualverhalten der heutigen Jugend kritisiere. Das Rumgeficke mit 13, 14 Jahren, der Freund oder Freundin verschleißt heutzutage, dass man schon in Jugendjahren 5, 6 Beziehungen hatte, dass es in der heutigen Liebe gar nicht mehr um diese Zweisamkeit, um diese mentale Verbundenheit geht, um diese Stärke zusammen, sondern nur noch um diese Körperlichkeiten, um Sex zu haben und seine Liebe, ja, sexuell auszuleben. Ich glaube, ich habe ganz schön viel geredet, deswegen werde ich die letzten Informationen ziemlich kurz halten, aber ihr sollt einfach nur verstehen, dass in diesen beiden Textilprodukten viel mehr steckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Das Release-Datum ist morgen, Mittwoch, der 4.4.2018. Die beiden Shirts werden morgen ab 17 Uhr auf mauriclothing.de zu erwerben sein. Die Preise der Shirts findet ihr in der Instagram-Story von mauri-clothing17. Ich weiß nicht, wie viele von euch gestern das Lookbook gesehen haben, aber wenn ihr das Lookbook zu der Kollektion noch nicht gesehen habt, dann schaut da mal gerne vorbei. Kam gestern online, ist in der Beschreibung für euch verlinkt. Zum Schluss noch zu der Produktion. Die Sachen wurden in der Türkei hergestellt, also sind keine Rohlinge, kein Gilden oder irgendein anderen Quatsch. Ist eigentlich selbstverständlich für eine Modemarke, muss man aber trotzdem auf YouTube immer noch so ein bisschen erwähnen. Die Sachen wurden, wie gesagt, in der Türkei hergestellt, handgemacht in einem Atelier. Man sieht ja im Lookbook und auf den Instagram-Bildern, dass die Shirts schön fallen, also dass sie nicht wirklich steif sind vom Stoff her. Deswegen sind das eigentlich die perfekten Sommershirts. Der Stoff ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Mit der Qualität vom Print und allgemein vom Stoff bin ich sehr, sehr zufrieden. Und zum Schluss noch zum Sizing. Ich trage eine XL. Ich bin 1,85 groß und wiege 95 Kilogramm. Die Shirts sind schön weit geschnitten mit Shoulders, also ihr könnt eigentlich true to size gehen. Wenn ihr diesen Look haben wollt, wie im Lookbook oder auch auf Instagram, Romeo trägt auf den Bildern eine L, er ist auch so 1,85 groß und wiegt ca. 80 Kilogramm. Nur, dass ihr euch so von den Maßen und von den Proportionen an uns orientieren könnt in gewissermaßen. Was auch noch einige gefragt haben, weil wir ja die Shirts in die Hose gesteckt haben, wie lang die Shirts sind. Also die Shirts sind genau so lang, dass sie nicht zu kurz sind, um sie in die Hose zu stecken, aber auch nicht zu lang, um sie draußen tragen zu können. Das war mir bei den Proportionen der Shirts sehr, sehr wichtig, dass, wie gesagt, man die auch draußen und auch in der Hose tragen kann. Auch Frauen können diese Shirts tragen, die Größen werden von S bis XL sein und eine S müsste auf jeden Fall für jede Frau klar gehen. Und ich glaube, ich habe jetzt soweit alles gesagt. Wie gesagt, gestern kam das Lookbook online. Das Instrumental von dem Lookbook wurde extra produziert für dieses Projekt von DJ Ball. Nochmal Dankeschön an dich, Bro. Das Lookbook wurde gefilmt und geschnitten von Philly. Nochmal Dankeschön dafür. Danke auch an Sergen, dass ich diese Musik veröffentlichen konnte über das Label Futurity Audio, wo auch Romeo unter Vertrag ist. Wenn ihr euch den Beat vom Lookbook kaufen wollt, für private Zwecke oder euch ihn einfach nur anhören wollt, dann schaut in der Beschreibung vorbei. Dort habe ich einen Link. Da könnt ihr den über iTunes und diverse andere Plattformen kaufen und
auch auf Spotify und Apple Music und alles streamen. Danke auch an Romeo, der zusammen mit mir für die Kollektion gemodelt hat. Nochmal Dankeschön an dich, Bro. Und auch an alle anderen Leute, die bei diesem Projekt beteiligt sind. Dankeschön an euch alle. Ich könnte jetzt noch locker 10 Minuten über das Lookbook erzählen, dass wir einen eigenen Beat, wie gesagt, gemacht haben, dass da Mühe drin steckt, bla bla bla. Ich glaube, ich habe alles zu der Kollektion soweit gesagt. Es gibt eigentlich noch vieles zu erzählen, aber die wichtigen Sachen wurden genannt. Ansonsten morgen 17 Uhr am 4.4. am Mittwoch geht die erste Kollektion meiner Marke Mori online. Ich bin übertrieben stolz darauf. Ich stehe da zu 100% hinter. Mode ist in meinen Augen Kunst, egal was ihr sagt. Und ansonsten Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und ciao.